Hi, ich bin Phil Laude, 21 Jahre alt und mein Hobby ist lustige TikToks drehen. Mein Name ist Benny, 30 und mein Tipp an euch, erst blasen, dann schlucken. Sonst ist Kaffee ziemlich heiß. Ich bin Mathis, 19, bei meinem ersten Mal lief im Hintergrund Rudi das russische Schwein. Und damit herzlich willkommen zu der großen Sat.1 Comedy Arena auf Six. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen, zu meiner Linken, Mathis. Und zu meiner Rechten, Phil Laude. Der Mann ist cool. Mathis, was hast du gemacht, um hier stehen zu dürfen? Ich habe einen Kommentar geschrieben. Dazu habe ich geschrieben, was mein Lieblingssong ist, wie alt ich bin und natürlich, was ich mitbringe als Geschenk. Du hast schon mal die goldene Ananas berühren dürfen. Oh, heilige Mutter Maria. Nein! Du trägst keine Liebe in dir. Nein! Was ist das für ein Gefühl, so einen Druck zu verspüren? Es ist ein krasser Druck. Also es ist halt einfach... Ja, wenn du sie einmal berührt hast, willst du sie nochmal berühren. Dann willst du immer mehr. Wie, als wenn man mich berührt, dann will man noch mehr von dir. Ja. Hättest du nochmal gesungen? Willie Neeson on the road again. Willie Neeson. Get on the road again. Ich glaube, er heißt on the road again. Wi-Fi love is making music with my friends. Aber geil. I can't wait to get on the road again. Ach, Mensch, die Wetter sind... Ja, komm. Schade, ich hätte dir einen Punkt gegeben. Ja, aber das ist ja auch der Reiz des Spiels. Es ist sehr streng, aber gleichzeitig auch total super geil. Super streng. Mathis, du bist Wildcarder. Du studierst Lehramt. Ich studiere sogar das, was Felix Lobrecht auch studiert. Der macht leider nur einen Bachelor Politikwissenschaften und Sport in Marburg. Wunderschöne Stadt, ganz klein, im Gegensatz zu Köln auf jeden Fall. Was ist dein Hobby? Was machst du am liebsten? Ich singe in einer Band. Aha, du bist Sänger. Ich bin Sänger in einer Band, genau. Ja, sonst, was man noch so viel macht, ich mache sehr viel Sport. Mhm. Ja, und sonst gucke ich natürlich eure Videos den ganzen Tag, ne? Das ist klar. Abonniert jetzt den Kanal, um glücklich zu sein und nichts mehr zu verpassen. Und bevor ich mich hier verschnacke, machen wir weiter. Foo Fighters, Learn to Fly. Alter, ne, ich glaube nicht. Das ist traurig. Mathis, ich habe irgendwas gelesen. Du möchtest deine nächste Hausarbeit mit dem Rudi das Rüsselschwein-Zitat versehen. Ja, ja. Erzähl mal ganz kurz dazu was. Ja, also das war mein Spruch in den Kommentaren, dass wenn ich in die Show komme, dass ich meine nächste Hausarbeit oder meine nächste Uniarbeit dann mit einem Zitat beginne von Rudi das Rüsselschwein und ich glaube, ich schick's euch dann einfach, dann könnt ihr es vielleicht einblenden. Hast du schon eine Idee, welche? Ja, was gut gewesen wäre, ich hätte jetzt in der Vorlesung Geschlechterkritik. Ah, okay. Da hätte ich ein bisschen, da vielleicht eine Zeile davon anfangen, als so Aufhänger vielleicht nehmen können. Aha. Aber jetzt muss ich einfach gucken, was im nächsten Semester dran ist und dann schicke ich euch das auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon einen neuen Song von Dicht und Doof, An die Wand. Schmeiß deinen Schatzi an die Wand, dann bist du solo. Schmeiß deinen Chef an die Wand, dann hast du frei. Bildungsauftrag. Weißt du, dass das in Zuländer kommt, wenn die sich anspritzen? George Michael, wake me up before you go, go. Ach, wie blöd. Das ist die Scheiße, wenn man immer nur Playlisten hört, weil du nicht mehr die und Titel auch von nicht mehr, ja genau, man guckt ja auch nicht auf dem Handy, wer hat das gesungen, wer hat das gemacht. Ja. Das ist ein bisschen kacke. Phil, du hast auch jetzt was Neues am Start. Du bist in der ARD-Mediathek zu sehen, habe ich gehört. Richtig, du hast eine neue Serie da. Möchtest du ein bisschen was erzählen, worum geht's? Ja, ich musste direkt an Mathis denken, weil es geht um einen Lehrer. Also Frank Stimpel, mein Allmann-Charakter, ist Lehrer an einer Problemschule und muss sich dort integrieren. Ich bin Frank Stimpel, der Stempel nur mit I. Blöd. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Stempel? Ich will mich wirklich so gut, wie es geht, in diese Familie integrieren. Familie, wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich lade euch herzlich dazu ein, euer Habibi zu sein. Der ist ja komplett lost. Wow, oder Mathis? So gut. Hammer. Also wenn das nicht guckt. Ja, und wenn es genug Aufrufe hat, dann geht es in Serie. Gibt es da so eine Grenze ab? Schaut mal bitte rein. Also gibt es dann quasi eine Vorlage ab?
5000. Ja, es muss halt mehr Aufrufe haben als die anderen Sachen in der ARD Mediathek. Das also über, kann ja nicht allzu schwer sein. Über 10. Ich wollte lange dir etwas sagen. Ich möchte, dass du es weißt. Jetzt aber, die Buberts Herzvirus. Ja! Scheiße. Das tut mir persönlich weh, dass ich das gerade nicht errate. Vor allem, das ist nach diesen etlichen Runden der erste Song, der erraten wurde. Und der ist von den Buberts. Ja. Mathis, du hast mir sicherlich auch ein Geschenk mitgebracht, oder? Ich habe was dabei für euch. Hau mal raus, zeig mal. Es ist ja so, dass Vinyl wieder in Trend kommt. Ja. Und ich habe ja gesagt, dass ich Musik mache in der Band. Ja. Dann habe ich euch, darf es hier leider nicht geben jetzt, unser neues Album mitgebracht. Einmal für Phil und einmal für euch. Oh. Auf Vinyl. Haben ja alle unterschrieben, sehe ich da, ne? Ja, da haben wir uns die Mühe gemacht, bin ich extra vorbeigefahren, von jedem die Unterschrift geholt. Stark. Machine Gun Kelly, Bloody Valentine. Möchtest du uns was vorspielen? Kann ich machen. Also am liebsten würde ich ja Rudi das Rüsselschwein singen, ne? Das kannst du gleich sicherlich auf jeden Fall machen, soll ich mich das erlaube ich dir auch. Also wenn wir gerade bei Machine Gun Kelly sind, kann ich ja einfach mal da einsetzen. Mach das mal. I don't do fake love, but I take some from you tonight. I know I've got to go, but I might just miss the flight. I can't stay forever, let's play pretend and treat this night like it will happen again. You'll be my bloody valentine. Be my tonight. Wow! Du hast echt Talent, das ist ja unglaublich, ich hätte dir gar nicht zugetraut. Danke, danke. Das ist ja der Oberhammer. Eure Gitarre hat jetzt endlich einen Sinn gefunden. Ich wollte gerade sagen, endlich wurde sie mal benutzt. Ja, das muss anziehen. Du kannst dir alles kaufen, wenn du es willst. Also Katja Krasowice auf jeden Fall. Shoppen für 100.000, wenn du es willst. Zwei. Eins. Hör auf! Shoppen für 100.000, wenn du es willst. Ich darf nicht mehr. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht. Jetzt aber. Scheiße, verkackt. Katja Krasavice, Sugar Daddy. Mathis, bist du ein Sugar Daddy? Noch nicht. Hast du denn gerade ein Mädel am Start oder einen Freund? Ist ja egal. Frisch verliebt. Oh. Sag willst ich du jetzt mal jemanden grüßen? Kann das sein? Ich glaube, die Person weiß Bescheid. Wenn Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. Nicht schlecht. Ja, da bin ich eher zu Hause. Zwei, drei Tage so. Ja klar, was wollt ihr denn haben? Das ist doch Mickey Krause mit eine Woche wach. Und allein. Mickey Krause für die Ewigkeit. Ja! Der räumt einer ab. Ich war zu schnell, ich hab seine Stimme gehört. Ja, eine von den beiden habe ich auch im Kopf gehabt. Aber das war ein Schnellschuss. Let's go on a holiday. Let's go to Jamaica. David Hasselhoff, Do the Limbo Dance. Phil, du als David Hasselhoff-Fan, das musst du doch wissen, oder nicht? Ja, ich glaube, jetzt macht er nie einen Song mit mir. Da hast du einen liegen lassen. Oder was hast du jetzt extra nicht gebassert, weil du noch stinkig auf ihn bist? Weil er nicht antwortet. Ja, genau. Was wollt ihr denn machen, wenn ich jetzt den Punkt sage? Crow, und zwar ist das nie mehr. Fuck! Crow, du? Crow, Traum. Yes. Das war knapp, aber es sei dir gegönnt. Ja, so ein Punkt sieht dann doch besser aus. Verstand eine Schönheit im schlichten Kleid. Sie war elfengleich, wie viel Grüße euch kommt mit mir. Was für dich, Benny? Von Nord nach Süd und von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr. Fand ich keinen Mann, der so feiern kann wie die Mädchen von Haikabu. Das ist Santiano, Mädchen von Haikabu. Nach Süd und von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr. Fand ich keinen Mann, der so feiern kann. Die Mädchen von Haikabu.
Santiano Mädchen. Du als Musiker, ist das für dich etwas? Du bist ja natürlich auch Musiker. Ich will jetzt nicht. Wenn ich bei meiner Oma im Wintergarten sitze, dann höre ich das auch gerne mit ihr. Ja. Wie würdest du deine oder unsere Generation mit einem Wort beschreiben? Verloren. Lost heißt das jetzt. Lost, genau, Lost. Mathis, wie alt bist du? Du bist 19, ne? 19, 2001. Ja. Boah! Ja, ja. Ist das noch legal hier? Ich glaube nicht. Beschreib mal deine Generation mit einem Wort. Deinem Adjektiv, ein Wie-Wort. Aufgedreht. Ah! Nee, fuck. Wieso drück ich denn? Your Song? Aber halt nicht von Elton John, sondern ein Cover von Leonard Starr. Your Song von Lady Gaga. Was kann die Frau eigentlich nicht? Matchball me. Ich bin derjenige, ja? So oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schon. Ich weiß es doch, es ist jeden Tag im Radio. Musik ist aus und du kommst immer näher. Boah, jetzt kann ich richtig auf die Fresse fliegen. Also ist Joris mit Sommerregen. Ach nein. Komm. Herz über Kopf von Joris. Stark. Super, Phil, du hast den zweiten Punkt gemacht. Ja, ich hole auf. Ich bin sehr stolz auf dich. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ja, was denn? Was ist hier los? Deichkind mit... Nein! Ach, scheiße. Hä, bück dich hoch von Deichkind? Ja, guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sieh sie dir an, sieh sie dir an. Weg mit den Büchern, weg mit dem Regal. Mein neuer Netz. Leider geil. Von Deichkind. Back in the game. Phil, du holst das noch. Och Mann, bin ich blöd. Echt, also wirklich, wirklich mit Blödheit geküsst heute. Echt der Hammer. Where you can always find me. I Miss You von Blink. 182. Ja, was denn, Mathis? Das ist Otto mit eisgekühlter Bobalunda. Nein. Otto mit Wir haben Grund zum Feiern. Wir haben Grund zum Feiern. Das habe ich ja. Habe ich fünf, ja, ne? Mathis gewinnt, der kennst du den Song. Tolles Gefühl, wirklich. Wieso, hä? Aber das ist doch auch, weißt du, Hüter Bommalunda, oder nicht? Das sind die Hosen. Ich hab, das ist meine eigene Dummheit, ich bin selber schuld. Oder, Phil? Ja. Du hast gewonnen und deswegen darfst du dir jetzt nochmal deine Gitarre holen und Rudi das Rüsselschwein ansingen. Ich sing's nur an. Wenn du textsicher bist. Ich bin Rudi das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Ich bin Rudi das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Wir singen Umba, Zetere. Zetere, wir singen Und jetzt gehe ich in die glorreiche Endcard. Phil, du müsstest mal ganz kurz runter mit dem Kopf, denn die wird hier eingeblendet. Oben findet ihr den Trailer zu Phils Serie Almania. Unten gibt es die letzte Folge Erkennst du den Song? Phil, du kannst wieder hoch. Auf Wiedersehen und... Thank you.